Einen schönen guten Morgen heute am 4. Februar, Silvia am Sonntag. Und ich sage herzlich willkommen Autor, Komiker, Moderator Bastian Bielendorfer. Du kannst mich gern Basti nennen, das ist mir auch wirklich lieber. Ja, bitte. Okay, dann Basti. Basti, wenn du es als Lehrerkind auch nicht einfach hattest, deine Eltern haben dir ja immerhin 4 Bestseller beschert und eine Bühnenkarriere. Was war denn das Spezielle als Kind, Eltern? Man kann sich das, glaube ich, so gar nicht richtig vorstellen, aber wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule und mein Vater sagte, oder ich zu ihm sagte, Papa, ich habe eine 5 in Mathe, sagte er nur, ich weiß. Also weil er das alles schon... Ja, natürlich, ja, es war alles transparent. Es waren ja mal, also seine Freunde waren meine Lehrer. Das ist ein sehr skurriles Erlebnis teilweise. Und das ist auch hart, wenn man, also das schreibst du in einem der Bücher, wenn man dann mit dem Vater, mit dem Pädagogen Passat, wie du so schön formulierst, der kann nämlich wirklich gut schreiben, der Basti, dann zur Schule gefahren wird, dann ist das wie Schneewittchen im gläsernen Sarg. Weil du wirklich vor den Augen der Schüler auf den Lehrerparkplatz fährst und das ist ja eigentlich die Auslieferung zum totalen... Also zum totalen Unterurmeltum, ne? Also da wird man wirklich gequält. Und das war nicht einfach für mich damals. Aber ich habe mich freigesprochen. Mhm. Und stimmt, die Formulierung steht in dem Buch. Also die haben dich dann schon spüren lassen, die anderen Mitschüler, dass du ein bisschen anders bist. Du bekommst teilweise das ab, also von fremden Schülern, die du gar nicht kennst, die deinen Vater dann theoretisch schlechte Noten gegeben hat. Oder du erlebst es halt, ich habe meinem Vater sogar im Vertretungsunterricht gehabt. Und er hat im Vertretungsunterricht von meiner Vorhautentfernung erzählt. Das war ganz, ganz fürchterlich. Nee, ich bin fast gestorben. Mein Vater hat allerdings, das muss man jetzt mal vorwegschicken, einen sehr, sehr speziellen, jedoch auch guten Humor. Also meine Eltern sind jetzt beide, also für alle, die zu uns zuhören und jetzt denken, oh Gott, der macht sich über seine Familie lustig oder seine Abrechnung. Überhaupt nicht. Meine Eltern sind sehr, sehr lustig, als Personen sehr, sehr lustig, sehr humorvoll. Die kommen zu meinen Shows, wenn ich auf Tour bin. Mein Vater sitzt in der ersten Reihe. Und in Gelsenkirchen? In Gelsenkirchen, in meiner Heimatstadt. Ich habe 3 Tage da jetzt gespielt, in der Stadthalle. Und er saß jeden Abend in der ersten Reihe. Und immer, wenn ich ihn angesprochen habe, ist er aufgestanden und das Publikum gesegnet, als wäre er der Papst. Das hat er auch verdient. Also es ist schon heftig teilweise, was in den Büchern über deine Eltern steht, besonders über deinen Vater. Und er muss ja Humor haben, wenn er tatsächlich dann in die Show geht und darüber lachen kann. Ein sehr lustiger Gast heute, Basti bei FFH. Oh, 14 Minuten nach 9, Sonntag mit Bastian Bielendorfer. Man kann eigentlich sagen, Noten pflastern deine Kindheit, beide Lehrer, deine Eltern und du wurdest für alles benotet. Also es gab ein Betragungsbuch, da hat dein Vater jeden Tag Noten eingetragen. Die Freundinnen wurden benotet, du hast Reiseberichte über eure Ausflüge schreiben müssen, die wurden natürlich auch benotet. Das klingt irgendwie total hart, wenn man es so hört, aber du erzählst es ja auch mit viel Humor und irgendwie hat es dich geschärft. Es hat mir nicht geschadet. Es hat grundsätzlich meinen Humor abgeschliffen. Teilweise war es natürlich auch unfreiwillig. Also beispielsweise hat mein Vater mich mal am 1. April in Unterhose zur Schule geschickt. Mit der Begründung, es wäre Solidaritätstag für Afrika und die armen Kinder hätten in Afrika ja auch keine Kleidung. Deswegen würden die deutschen Kinder aus Solidarität auch nur in Unterwäsche zur Schule gehen. Und dann bin ich in Unterhose zur Schule gelatscht. Ich sah aus wie eine Bockwurst mit Tornister. Das war, und da habe ich auch schon, ich habe schon Angebote von Pflegefamilien bekommen, die mich gerne adoptieren wollten. Er hat aber, glaube ich, selber nicht damit gerechnet, dass ich das ernst nehmen würde. Also er hat nicht mitbekommen, dass ich wahrhaftig es ernst genommen habe und losgelatscht bin. Ich bin dann zu meiner Grundschule, meine Mutter stand am Fenster und ist fast kollabiert. Das ist so unfassbar, was du da erzählst. Aber man muss sagen, dein Vater, der war ja auch als Lehrer, der hat gefordert. Das war aber ein sehr, sehr beliebter Lehrer. Ich habe wirklich alte Abi-Zeitschriften gefunden. Mein Vater war über Jahre der beliebteste Lehrer der Schule. Die fanden ihn immer alle toll. Mhm. Und das lag, glaube ich, an seinem augenzwinkernden Humor und dass er sich jetzt auch nicht nur irgendwie nach Lehrplan vorgegangen ist, sondern den Schülern auch wirklich versucht hat, was mitzugeben. Mhm. Und bis heute ist es so, dass Schüler mir schreiben und schreiben, dein Vater war immer cool, aber mein Vater hätte es auch nicht sein müssen. Der geht ja heute noch. Dein Papa ist ja jetzt pensioniert. Aber der geht immer noch in die Schule. Er sitzt immer noch, alle 2-3 Tage sitzt er im Lehrerzimmer neben dem Kopierer und immer wenn ein Referendar reinschreitet, dann schaut er ihn nur mit etwas Gravitas in der Stimme an und sagt, noch 40 Jahre, mein Lieber, viel Glück. Dein Vater hat echt schwarzen Humor. Und ich glaube, die Frau, die einheiratet in die Familie, die gibt's ja. Deine Frau Nadja, also die muss ja Humor haben. Die hat auch Humor, definitiv. Ja. Also ich meine, die ist ein
mehr Skurriles hereinkommen in eine Familie als in meine, kann man ja gar nicht haben. Das ist wirklich, im Programm habe ich die Nummer, die ich erzähle, die wirklich komplett so wahr ist. Unsere Standesbeamtin hat bei der Trauung eine Rede gehalten und hat ein Zitat von Heinrich von Kleist am Ende dieser Rede genannt. Und zwar nämlich, Liebe ist nichts ohne Achtung und Achtung ist nichts ohne Liebe. Mhm. Und plötzlich höre ich hinter mir meinen Vater, der ganz laut sagt, oh, das ist aber unpassend, Heinrich von Kleist hat sich umgebracht, der war unglücklich verheiratet. Und ich dachte, ich brech zusammen. Meine Frau hat direkt gefragt, wo kann hier die Scheidung wieder einreichen? Es war so peinlich. Und mein Vater war nur am Ömmeln. Und ich sage, Papa, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, du wusstest das nicht. Du weißt ja nicht mal die 8.000-Euro-Frage. Ja, das ist, kann man eigentlich nicht erfinden. Ist wirklich passiert bei Bastian Bielendorfer zu Hause. Daraus hat er 4 Bestseller geschrieben und ein erfolgreiches Bühnenprogramm. Wenn Sie mehr über ihn erfahren wollen, schauen Sie doch einfach nochmal auf ffh.de oder in Ihrer App. Hey, Radio FFH ist hier am Sonntag. Silvia am Sonntag, der Talk. Der Vater meines heutigen Gastes war bei Wer wird Millionär mal ein Telefonjoker der etwas besonderen Art, so kann man sagen. Also erstmal, Bastian, ist er ja beim ersten Anruf gar nicht dran gegangen und es wurde ja immer besser. Und die Art, wie er dort am Telefon gegenüber Günther Jauch, also Günther Jauch hat gefragt, habe ich Sie gestört, Herr Bielendorfer? Und mein Vater sagt, ein Ernst, ein wenig, Herr Jauch. Und ich dachte, ich kollabiere auf dem Stuhl, weil es natürlich unglaublich unangenehm ist. Du rufst den Telefonjoker an und der Telefonjoker teilt erstmal mit, dass er sich gerade gestört fühlt. Aber mein Vater hat diese Coolness, selbst gegenüber dem bekanntesten Quizmoderator in Deutschland, das einfach rauszuhauen. Und du hast es ja erwähnt, du hast gedacht, du kollabierst. Das hat man dir echt angesehen. Du sahst schon ein bisschen mitgenommen aus. Ja, das war auch nicht gespielt. Mir haben wirklich Leute nachher geschrieben, ich hätte das komplett inszeniert, um mich in die Medien zu bringen. Ich habe einfach nur meinen Vater als Telefonjoker angerufen. Ich habe vorher geahnt, dass es nicht nach dem ganz normalen Schema F laufen würde. Damit hatte ich theoretisch gerechnet, dass er aber dermaßen abfeuern würde. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich meine, es war ja wirklich, Jauch klärte ihn drüber auf, ich stehe bei 8.000 Euro und er sagt, ich bin adoptiert. Er hat sich ja geschämt dafür, dass sein Sohn bei 8.000 Euro schon einen Telefonjoker anrufen muss. Und diese Art, diese Coolness, diese Runtergebrachtheit meines Vaters, die war komplett seine Persönlichkeit. Ein Vater, der alles weiß, ist auch nicht so einfach. Und über seine nicht einfache Kindheit hat Bastian Bielendorfer 4 Bücher geschrieben, sind 4 Bestseller geworden, also ist er doch entschädigt worden. Fast alle in der Familie Lehrer. Papa, Mama, Onkel ist sogar Rektor an der Schule, eine Cousine in der Waldorfschule und der kleine Bastian, der nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause jeden Tag zum Beispiel vom Papa eine Betragensnote bekommt. Stimmt es denn, Bastian, dass du in der Schule ein Loser warst? Ich habe nie